Der Käme hat den. Ah, aber du hast eine passende Rüstung gefunden. Na, warte. Ja, die passt eigentlich ganz gut. Ich wusste gar nicht, dass sie auch in Grau gibt. Also den Panzer. Was sagt ihr Leute im Chat? Ups, ich guck mal so für euch. Ordentlich Pumpgun-Munition, wie ich sehe. Zumindest sieht es aus. Ach, und da drüben ist ja natürlich gleich der Helm, der Avis-Helm. Und hat der Fini. Stellt euch mal nebeneinander. Ja, sieht schick aus. Kann ich schon sagen. Ja. Das ist jetzt noch nicht die neue Rüstung, aber zumindest der Avis selben. Ich würde gerne den Fire mal in-game sehen dann. Mhm. Habe ich mir heute schon überlegt, ob ich mir den heute hole da. Hier seht ihr das, was wir meinen mit den Elfenohren. Elfenohren hat der Avis jetzt nicht. Dafür stört mich ein bisschen an dem Avis. Ich weiß nicht, ob es euch so geht. Naja, obwohl es geht noch einigermaßen. Das sieht nicht so viel wie ein anderer Helm aus, den es schon gibt. Das sieht halt ein bisschen wie aus wie der Dust-Up, ne? Seht ihr das? Oben und so weiter. Das ist schon ein bisschen der Dust-Up, nur dass da noch was drauf ist. Ich kann eben den Stuhl nicht neu erfinden. Ein Helm bleibt ein Helm. Quatsch hier, die unterschiedlichen Dinger. Das soll ein Football-Helm sein und fertig. Tja, aber ich würde trotzdem mal gerne wissen, welchen Helm ihr besser findet, Leute. Ich mach das mal, also an euch natürlich im Teamspeak, welchen findet ihr besser? Und ich stelle das aber auch mal als Abstimmung. Also, der linke, der neue Helm, der erinnert mich auch ein bisschen so an so ein Zylonen-Raumschiff. So. Die haben ja auch vorne so die schwarze Blende drin gehabt. Ich mich recht erinnere. Ja, sieht cool aus. Vor allem in Nightfire. Okay, wie heißt gleich deiner? Wie war dein genauer Name? Warte mal, ich muss noch mal gucken. Subscriber, Subscriber, Subscriber. Hier ist die Nachricht. Und im Chat Name. Hat das. Ah, das ist ein Schatz. So. Das ist der Singularity Paladin Helmet. So. Und der andere, den kennen wir ja als CCC Avis Helmet. So, ich würde sagen, wir machen wieder 2 Minuten. Und ich bin gespannt, was ihr abstimmt. Ihr könnt jetzt abstimmen. Gucken, welchen Helm ihr findet. Ich habe jetzt übrigens auch einen neueren Helm auf. Das ist eigentlich ganz passend, Leute. Den hätte ich vielleicht mit in die Abstimmung reinnehmen sollen. Das ist der Nightfire-Helm von der Ork MKV, glaube ich. Ganz unterschiedliche Outfits habt ihr hier, Leute. Mist, den hätte ich gleich mit reinnehmen sollen. Naja, gut. Von den beiden finde ich... Ich finde fast eigentlich den vom Game besser. Ja. Jetzt müsste ich die Leute das merken, Fini. Der ist auch 40. Der vom Game ist auch 40, ne? Oh, ich sehe Fini und Game nicht. Kann durch die durchlaufen. Echt, okay. Naja, bei mir kannst du nicht wirklich durch die durchlaufen. So, mal sehen, wie die Abstimmung ausgeht. Zurzeit sind es 8 und damit 62% beim Singularity-Helm. Das wäre quasi der linke. Und tja, die restlichen 5 und damit 36% sind derzeit beim Avis. Aber... Ich finde beide sehr cool, darum enthalte ich beide, ja.
Ups. Aber für den FPS würde ich den Paladin-Helm bevorzugen. Mhm. Finde ich, lässt sich nochmal hin. Noch 30 Sekunden. Danke. Na, ich habe die Rüstung jetzt mal dunkler gemacht, weil der Kämer jetzt hier wäre zu hell. Ach, okay. Jetzt haben wir nämlich nur die beiden drauf. So, für welchen habt ihr euch denn entschieden? Mit 11 und damit mit 69% seid ihr beim Singularity Paladin Helm als Favoriten. Und 5 von euch, also 31%, sagen: Nö, ich mag den Vogelmann. Ja, ich habe ja heute schon mal erwähnt, dass wir alle ein bisschen Vogel haben. Hier sehen wir nochmal einen anderen Helm. Initiating ship storage procedure. Eigentlich cool. For your safety, please vacate the area. Thank you for your cooperation. Ja, jetzt mittlerweile gibt es schon wirklich ein bisschen Auswahl, wo man seinen Charakter eben individualisieren kann. Und der eine oder andere von euch will sich das ja auch was kosten lassen, also quasi in Echtgeld. Jetzt gibt's allerdings schon die Ankündigung, dass auch unter anderem den Helm, der euch $4 gekostet hat, in-game zu kaufen gibt. Und naja, da hat der ein oder andere schon ein bisschen gemeckert, was ich zu lesen konnte. Kann man vielleicht auch verstehen. Dasselbe wie mit den Farben, ne? Ist genau dasselbe wie mit den Farben, ja. Ach, der Pirks hat auch einen sehr coolen Helm. Der ist jetzt ein Oldschooler-Style, also quasi der ist schon länger im Game, aber deswegen nicht weniger stylisch. Gefällt mir immer noch, der Oracle. Und der Weiher hat einen Helm, der geht überhaupt nicht. Der Parasitenhelm. Wieso? Hat auch gerade gar keiner. Nee, hier, Kim hat ihn. Ja, aber er wechselt ja. Weil er ist nur ein Zehner. So, Leute, ich tue mal das nächste Fahrzeug spawnen und laufe in die falsche Richtung. Aber sehr schön, dankeschön. Oh, jetzt wollte ich dir noch mal eine Eigenkreation zeigen. Oh ja, das gucke ich mir noch an. Warte, ich spawn noch mal das Fahrzeug. Oh, habe ich selbst gebastelt. All of our landing areas are currently full. Please hold for assignment. Ich mag Elfenohrenscheiben, der Hardrock noch dazu. Ja, viele mögen die auch. Ach, okay. Würde auch passen. Obwohl die mir fast so ein Stück zu poliert dann schon ist, die Rüstung. Halb nur der Helm. Ich habe ja einen Schrottplatz gefunden. Ich bin ein bisschen zusammengeklebt. Ja, du musst aber aufpassen hier, ne? Dass du das Klebeband ab und zu erneuerst. Thank you. Wie? Was hast du im Gesicht? Ach, das ist dein Gesicht. Entschuldigung.